Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge der Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe hier anscheinend was umgeräumt, ohne es zu wollen. Die letzte Folge, die gleichzeitig die erste war, haben wir mit dem Starter-Pokémon Fragezeichen Man, einem Sichlor, begonnen. Es ist nicht gerade stark, aber... Besser als nichts. Aber wisst ihr, was schlecht ist? Wenn mein Team schon aus einem Schwalbos, einem Lapras und einem Sichlor bestehen könnte. Aber Schwalbos und Lapras waren zu stark, um sie zu fangen mit normalen Pokewellen. Das ist sehr praktisch für eine Randomizer-Nuzlocke-Challenge. Warum mache ich den? Den will ich machen. Ich habe ja auch die Sprintschuhe. Kohle habe ich keine mehr. Habe ich für Pokebälle rausgehauen. Und hier haben wir gleich die nächste Chance. Du bist kein Trainer. Der will einen Haufen Pokémon fangen. Und vielleicht unser zweites Teammitglied ist... Hey, ich kann's wahrscheinlich fangen. Sag mal. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass ich nicht mal dieses Ding bekomme? Ich beginne hier gerade meine Version, die ich mir gedownloadet habe, in Frage zu stellen. Wenn ich nicht mal ein Samurzel bekomme. Zweites Teammitglied, meine Freunde. Ich muss sagen, ich bin dann wirklich glücklich damit. Mit so einem Samurzel. Aber hey, wir haben zweites Team-Pokémon. Und weil es ein Haufen Scheiße ist, nenne ich es auch einen Grüße gehen raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das guckst. Ich habe übrigens inzwischen herausgefunden, dass die Qualität von dem Projekt noch deutlich besser ist, als ich dachte. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, warum Undertale nur auf 480 ging. Weil das geht hier auf Full HD. Aber ich will mich nicht darüber beschweren. Und Olaf Nin 500 ist jetzt im Team. Für die, die es nicht wissen, das ist mein inzwischen auf YouTube inaktiver Bruder. Wenn du das hier siehst und dich in den Kommentaren beschweren willst, nutz deinen eigenen Account. Das letzte Mal, als du einen Kommentar geschrieben hast, ich werde natürlich nicht sagen, wann das war, hast du den falschen Account verwendet. Und wenn du es nicht kommentieren willst, habe ich auch nichts gegen. Ist vielleicht besser so. Olaf Nin 500 kann... Ja, die Typen sind anscheinend doch nicht gerandomized. Willst du mich jetzt... Das wird toll zu leveln, ja... Ich würde sagen, ich level das kurz mal in, bei irgendwelchen wilden Pokémon und guck dabei, was es hier noch gäbe. Wir sehen uns dann vermutlich gleich wieder. Okay,
Anscheinend gibt es auf dieser Route nicht das Gelbe vom Ei. Alter, ist das Safari. Nicht dein Ernst. Alter, ich dachte, du bist im Real Life nutzlos. Ich dachte, du bist im fucking Real Life nutzlos. Jetzt kann er noch... Alter. Dieser... Das Training geht zwar echt nicht langsam voran, aber was bringt es mir? Ich will, wenn es Level 9 ist, ja, ach komm, ich gehe jetzt einfach weiter. So, Cut endet hier gerade, wenn ich überhaupt richtig gecutt habe. Ja, wie ihr gerade hoffentlich gesehen habt, hat jetzt Olaf einen 500 eine neue Attacke. Brüller. Oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch genau übersetzt ist. Brüller ist was anderes. Heul. Nee, Heuler ist auch nicht. Jauler, glaube ich. Naja. Auf jeden Fall ist hier ein Trainer. Und wenn der jetzt was Krasses benutzt, kriege ich den ersten Tod, weil ich Olaf einen 500 vorne habe. Oh, das sieht cool aus. Level 7 kann nicht. Außerdem ist der Typ zu ähnlich zu Fragezeichen Mans. Oh, zum Glück ist daneben. Und. Boah, kacke, das macht nicht viel Schaden. Und das Ding kann verwerfen. By the way, wenn Fragezeichen Mans stirbt, dann habe ich ja eigentlich verloren. Ich meine. Ne? Danke. Du gewinnst das hier, wenn du jetzt stirbst. Ach gut. Oh Alter, das ist eine Erfahrung. Und ich kann eigentlich schon wieder zack, ganz schnell mal den machen. Sorry, dass ich so vorsichtig bin, aber das ist immerhin meine erste Randomizer. Und Nuzlocke habe ich schon halbwegs mal versucht mitzumachen, habe ich aber aufgehört in Ultrasonne, Ultramond, als auf einmal, für die, die es nicht kennen, sage ich jetzt mal nicht so, der Rivale mein Team weggesweept hat, außerdem wollte ich nicht hier unten lang. Warum habe ich nicht dich gekriegt? Boah. Ich habe gerade übrigens Spaß. Hätte zwar vermutlich schon Erfahrung gegeben, aber... Ich will dich besiegen. Ich will so möglich jeden. Oh, er sagt, er hat seinen Käfer-Pokémon. Wetten nicht.
Boah, das sieht nice aus. Ja, ich versuche jeden Trainer zu besiegen. Wenn ich meinen übersehe, sorry, aber ich mache auf jeden Fall jeden Weg. Ein Glück, zweimal daneben gehen. Und das Level Erfahrungspunkte steigt oder noch ein Level auf Null. Oder hat noch. Ich wechsle jetzt mal nicht. Akane wird schwierig genug. Wir haben ja sogar schon Akane gesehen, dass ich theoretisch mit übelst viel Glück zumindest hätte versuchen können zu fangen. Hätte ich wahrscheinlich eh nicht bekommen, aber. Wirklich. Naja, bekommt er doch Erfahrung. Ich habe halt auch nicht viele Tränke, deswegen kann ich die auch nicht einfach raushauen, sondern laufe lieber zurück zum Pokémon Center. Und da ist er zu. Fragezeichen Man hat Level 10 erreicht. Eine Sache mal kurz. Das ist hoffen. Ich habe gerade nur festgestellt, dass mein Starter ein Fehler war, weil man kann den nicht, ich kann den nicht entwickeln. Weil ich ihn nicht tauschen kann. Wenn ich es irgendwie hinkriege, werde ich das vermutlich dann so machen, dass ich den auf einem bestimmten Level mir einfach einen Scheroxat cheaten werde. Also muss man auch einsehen, dass sonst wirklich ziemlich beschissen wäre. Ich denke, ich krieg das hin. Ich denke, aber das da lässt noch auf sich warten, auf jeden Fall. Dich gab es doch erst auf der Route gerade. Du kannst paralysieren und deswegen nervst du. Absorber ist jetzt nicht so schlimm. Vor allem, das ist nur 0,25 effektiv. Oh, hat nicht geklappt. So, kann jetzt eigentlich Olaf nicht mal das Kämpfen lernen. Natürlich kein Level. Ich habe die Challenge verloren. Wie fair ist das jetzt? Ich kann diesen fucking Trainer nicht besiegen. Ich kann den Trainer nicht besiegen. Alter, wie behindert ist das jetzt? Das ist unfair. Ich habe einfach keine Attacken, die das Ding treffen. Ich kann nichts machen als Vorsprung warten, bis es mich getötet hat. So fair, das ist also meine erste Niederlage. Cool. Kann mir jetzt irgendwer sagen, wie ich da was mache?
Yay. Damit ist das erste Pokémon tot. Ich bin wirklich begeistert von dieser Challenge. Mein Ernst, wie behindert war das? Ich konnte das Ding nicht angreifen und natürlich hat es auch gar nicht. Das hat. Ich kann mich dann ganz den Tag drüber aufregen. Cool, jetzt kommt ein wildes Pokémon und tötet mich. Warum konnte ich nicht sowas bekommen anstatt dem Ding hier? Das kann ich angreifen und das ist direkt der erste Tod in dieser Challenge. Hä? What the fuck? Ja. Wow, ich habe ein Pokémon und das kann nicht angreifen. Stellt euch jetzt mal vor, ich hatte die Regelung für dieses Projekt anders gehandhabt und es wäre rum, wenn ich einmal tot bin. Dann hätten wir jetzt Ende. Aber ich komme ja nicht drum rum. Wenn ich dann tot bin, könnt ihr mir eine Strafe in die Kommentare schreiben. Aber den Trainern weiche ich jetzt aus. Die hole ich nach, wenn ich nochmal ein angriffsfähiges Pokémon bekomme. Hier in der Stadt halte ich mich jetzt. Was willst du? Hey, are you maybe a rookie trainer? You know what Pokemon trainers do when they reach a new town? They first check what kind of gym is in the town. Die Arena. This is the gym sign. Look for it whenever you're looking for a gym. Hier ist die Normalarena, in der auch der Vater ist. Ich hab mir das Kackschild durchgelesen. Dann soll ich wohl rein. Well, if it isn't Günther. So you're finished moving in. I'm surprised that you managed to get here by yourself. Oh, I see you're with your Pokémon. Aber eventuell hast du nur eins, das nicht angreifen kann. Then I guess you're going to become a trainer like me, Günther. That's great news. I'll be looking forward to it. I'd like to get a Pokémon, please. Oh, you're a Wally, right? Du bist so schlau wie eine Wall. halt die Fresse. I'm going to stay with my relatives in Verdantough Town. I thought I would be lonely by myself, so I wanted to take a Pokémon along. But I never caught a Pokémon before. I don't know how. Hassi. Günther, you heard that, right? Go with Wally and make sure that he safely catch the Pokémon. Ja, weil ich kann da viel helfen. Oh, Wally here. I'll own your Pokémon. Wirklich. Wow, a Pokémon! I'll give you a Pokéball too, go for it. Oh wow, thank you. Ja, ich komm mit. Warum krieg ich dieses Fuckvieh nicht? Günther, Pokémon hiden tall grass like this, don't they? Please watch me and see if I can. Er hat. Ja, ich weiß gerade nicht genau welche Entwicklungsform. Auf jeden Fall irgendeine Entwicklungsform von fucking Dragoran bekommen. Alter! Ich will das! Mann!
I did it, it's my Pokémon! Günther, thank you, jetzt habe ich ein besseres als du, Lappen! So, zurück zur Arena. So did it work out. Thank you, yes I did, here's your Pokémon back. Günther, thank you for coming along with me. You two are why I was able to catch my Pokémon. Ja, du bist ein Kopf. Ich will auch ein sinnvolles Pokémon. Ich mein, hallo. Bye. Ich hole mir jetzt hier Pokébälle und hoffe auf der nächsten Route auf ein starkes Pokémon. Now, Günther, if you want to become a strong trainer, give me advice. Head for Rustaborough, city beyond this town. There you should challenge the gym leader of the band. After all, go on to another Pokémon gyms and defeat their leaders. Collect badges from them, you understood? Of course, I'm a gym leader too. We'll battle one day, Günther. But that's only after you become stronger. Ja, irgendwann kämpfe ich gegen ihn. Bin begeistert. Ich wollte eigentlich den Supermax. Excuse me, let's guess from the way you're dressed. Are you a Pokémon Trainer? Well, maybe not. Your clothes aren't all that dirty. You're either a rookie trainer or maybe you're just an ordinary kid. I'm roaming the land in search of talented trainers. I'm sorry to have taken your time. Da wohnt Wally oder Heiko heißt er auf Deutsch. Hier ist der Markt. Hey, du hast kein Pokémon! Ich habe nicht mal irgendwie genug Geld für irgendwas tun wollen. Habe ich meinen Sammelmutz? Ja, cool. Stimmt, ich bin ja nicht mal in den Kampf gegangen, weil ich nicht dumm bin! Jedenfalls nicht gegen Trainer. Ein Trainerkampf und die Challenge wäre zu Ende. Oh kacke, ich glaube der Typ ist ein Trainer. Bitte, bitte! Bitte, bitte! Bitte, bitte. Wetten, ich krieg das nicht. Das Problem ist halt, ich kann es nicht schwächen. Weil Olaf Nin 500 ein Haufen Scheiße ist. Das bleibt nie im Leben drin. Nein, sogar zweimal. Und hier um die Ecke ist gleich noch ein Ort, wo ich was fangen kann, aber da kann ich, darf ich halt auch meine Bälle nicht verschwenden. Es geht nicht. Ich kann nur weggehen und hoffen, dass auf der nächsten Route ein Pokémon auftaucht, das ich bekommen kann. Alter. Nein! Jetzt habe ich die Challenge verloren. Wirklich. Alter, heute kommt auch alles zusammen. Ja, das Ding wird sich nicht selbst verletzen. Heute kommt alles zusammen. It failed, dude. Ich kann hoffen, dass es angreift, ja. Und dann mache ich ein bisschen Damage. Pusht nochmal seine Defensive und ich habe keine Ahnung, wie ich das besiegen soll. Macht sogar ein bisschen was. Das Ding senkt meine Defensive. Junge, wenn das Ding
das noch einmal macht und dann tackelt, könnt's mich töten. Alter, ich muss einfach hoffen, dass das Ding mich nicht töten kann, wenn ich jetzt den mache. Wenn es jetzt tackelt, dann war's das. Und wenn nicht, auch. Oh, ich lebe sogar noch. Sorry, ich weiß, dass man meinen Stuhl sehr hört in dem Projekt. Alter. Bitte, hier muss jetzt ein fangbares, starkes Pokémon kommen. Kann ich das fangen? Ich schließe es nicht aus, als... Komm, Olaf nimmt 500, rette den Tag! Boah, hier, das macht Damage, aber nicht viel. Scheiße, aber ich nehme jede Runde Schaden. Geht daneben, wie viel Schaden mache ich? Ich hoffe ein bisschen was. Hälfte, Hälfte, Hälfte. Fuck. Ich habe halt nur zwei Bälle. Ich kann jetzt probieren, einen zu werfen. Und wenn es nicht klappt. Ich bin gerade am Aufnehmen. Alter. Jetzt habe ich das Problem. Wenn ich das nochmal so stark treffe, ist es tot. Und dann war es das auf jeden Fall. Denn hier in dem... Hier komme ich nicht durch. Ich muss es aber riskieren, das würde nicht drin bleiben. Es hat einmal verfehlt, das heißt, mein Angriff ist schwächer. Ja! Es lebt! Alter. Komm. Hochball. Flieg und flieg! Späte! Kann nur mir passieren, oder? Das kann nur mir passieren. Meine einzige Hoffnung wäre gewesen, dass Olaf in 500 jetzt einen Level-Up erreicht hätte, durch das es eine Attacke erlernt. Jetzt bin ich tot. Fuck.
es wird noch mindestens einen Encounter geben. Das Ding ist schnell, glaube ich. Junge. Sogar noch. Aber nur noch ein Lombrero. Jetzt ist das Letzte, das mich passieren darf, dass der Trainer mich sieht. Die Folge war... Es ist so viel Scheiße passiert, aber... Junge! Diese Folge war bisher das spannendste Video auf meinem fucking Kanal. Und wie das weitergeht. Alter Leute. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.